Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA, Freunde. Die UFC Fight Night war wirklich ein brutales Ding. Es ist wirklich etwas Schlimmes passiert, was man direkt einfach thematisieren muss. Und zwar geht es um die Verletzung, die Devin Clark erlitten hatte durch Ion Cutelaba. Das war ein sehr, sehr wilder Kampf und ja, Cutelaba hat ihn wirklich mega dominiert, hat ihn einfach total auseinandergenommen mit Grappling und Striking, und letztendlich hat dann einfach ein Knie auch dazu geführt, dass er einfach ja diese Horrorverletzung erlitten hat, denn dieses Knie hat dazu geführt, dass der untere Bereich seines Kiefers, also der untere Mundbereich, komplett eingedrückt wurde. Also die Zähne sind sozusagen mit nach hinten gerückt und das Gebiss ist komplett nach hinten durchgebrochen. Es ist wirklich mega krass, brutal und einfach eine schlimme Sache. Ich hoffe, dass er letztendlich dafür auch es ist echt so eine Gänsehautverletzung einfach. Unnormal schlimm. Ich hoffe, dass die UFC und deren Ärzte das einfach wieder richtig, richtig gut fixen können, weil das einfach nicht sehr, sehr leicht zu fixen aussieht. Die Zähne sind einfach im vorderen Teil mit dem Knochen, mit der Fraktur sozusagen zurückgebrochen. Und das sieht einfach ultra schlimm aus. Ich wünsche ihm an dieser Stelle einfach nur das Beste. Das zeigt einfach wieder, wie brutal dieser Sport ist. Das zeigt einfach wieder, was alles passieren kann. Und natürlich auch, wie wenig die Fighter eigentlich dafür kriegen, dass sie halt eventuell sowas erleiden können. Und ich hoffe, dass er, wie gesagt, im Nachhinein gut dafür bezahlt wurde, dass er einfach die Unterstützung von der UFC bekommt, die man halt bei so einer Verletzung unbedingt braucht. Ansonsten, Freunde, Anthony Smith hat Ryan Spann komplett dominiert, hat ihn gedroppt und dann halt auch submitten können in der zweiten Runde. Ist dann sogar ein bisschen eskaliert am Ende des Kampfes. Ist er nochmal durchgedreht und hat ihn angeschrien, kam viel Security in den Cage und so weiter und so fort. Aber ja, Spann hat halt viel Trash-Talk betrieben und das hat Anthony Smith halt dann gar nicht gepasst, dass er ihn einfach so leicht und easy dominiert hat, ne, und er einfach nicht abgeliefert hat, Ryan Spann sozusagen. Und ja, da würde mich eure Meinung auch allgemein sehr in den Kommentaren interessieren, Freunde. Ansonsten hat, wie gesagt, auch Yoel Romero sein Bellator-Debüt gegeben und hat dann halt im Kampf gegen Phil Davis per Split-Decision verloren. Ja, war interessant zu sehen auf jeden Fall, aber Yoel Romero, wie gesagt, der Typ ist ja schon 44, also keine Schande, wenn der jetzt verliert gegen junge, hungrigere Leute. Vor allem im Halbschwergewicht war es ja auch eine lange Zeit einfach nicht der Fall, dass er dort gekämpft hat. Und ja, ansonsten schreibt mir eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Verletzung, zu Yoel Romeros Niederlage? Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.